Hallo bei Feuervogel TV. Playoffs, Baby. Phoenix Hagen setzt eine riesige Sahnehaube auf eine unglaubliche Saison. 99-88 gegen einen bis zuletzt fightenden mitteldeutschen BC. Next Stop, Meister Bamberg. Der Titelverteidiger schlägt am letzten Spieltag Würzburg und leistet damit Schützenhilfe für Phoenix. Die Ische einfach nur aus dem Häuschen. Was ist das Geheimnis der Mannschaft? Ja, ich glaube, unglaublicher Team, Teamwille. Harte Arbeit über die ganze Saison und unser Spielstil halt. Sehr schnell, sehr unorthodox, mit dem halt viele Gegner nicht klarkamen und wo wir dann die überraschenden Siege geholt haben. Überraschungssiege am laufenden Band und ein überzeugender, wichtiger Sieg am letzten Spieltag. 3.145 Zuschauer in der NRW Arena, viele hundert am Internetradio. Und das Team fest entschlossen, die Playoffs klar zu machen. Das Ziel ist ganz klar, selber die Hausaufgaben machen, mit einem Sieg gegen den MBC und erst dann auf die anderen gucken, auf eine Niederlage von Bonn und oder Würzburg hoffen. Los geht's mit einem starken ersten Viertel. Vor allem die Steals und die daraus resultierenden schnellen Punkte machen richtig Spaß. Auch wenn nicht jeder Fastbreak rund läuft, aber Devin White und seine Kollegen geben gleich Kniegas. Auch Larry Gordon stopft, schreit sich in Spiellaune. Der Funke ist längst auf die Fans in der NRW Arena übergesprungen. Doris. David Bell. Ein starkes erstes Viertel, 28-13. Beide Coaches haben das eine oder andere ausgemacht, wo noch Luft nach oben ist. Es geht ins zweite Viertel. Der MBC ist unter dem Hagener Korb in einigen Situationen stärker im Rebound. Phoenix lässt den einen oder anderen Punkt in der Offense liegen. Bei beiden spielt zu diesem Zeitpunkt noch Philipp Heiden vom MBC eine Rolle. Das Spiel läuft jetzt mit viel Tempo hin und her. Kannst du vielleicht mit zwei, drei Worten sagen, was vielleicht den Ausschlag gegeben hat jetzt bei dem Spiel? Ja, ganz klar, unsere Turnover, die Hagen forciert hat. Und das haben sie dann gut gemacht, haben die schnell in einfache Punkte umgewandelt. Das hat die Stimmung aufgeheizt, die Atmosphäre noch ein bisschen heißer gemacht. Ja, und das hat uns am Ende ein bisschen das Genick gebrochen. Rein ins dritte Viertel. Das MBC-Genick hält noch. Ein würdiger Fight um die Playoffs. Phoenix ist wieder besser in der Partie, besinnt sich auf die Hagener Stärke, beispielsweise den gepflegten Dreier von David Bell. Einmal mehr großartiger Support von den Rängen. Auch Devin White hat eine ganz starke Phase, macht das Spiel mal relaxed, im nächsten Augenblick mit Highspeed und er sorgt für Punkte auf dem Hagener Konto. Malte Schwarz scheitert jetzt zwar auch mal beim Dreierversuch, insgesamt trifft er aber starke 6-mal und hält damit seine Wölfe im Spiel. Die Hagener schießen schnell, das ist bekannt. Der MBC geht das Tempo aber mit. Auch ein ehemaliger Phoenix-Spieler mischt dabei kräftig mit, vor allem aus der Distanz. Thank you.
sind auch in so einer Situation noch nie gewesen. Wir sind doch mal ganz ehrlich, genau wie der Verein. Und wir gewinnen hier nicht nur, weil wir mit 15 führen, auf einmal mit 30, sondern da sind die Emotionen im Spiel, da ist auch Nervosität im Spiel und das hat man heute auch gesehen. Und gerade hat auch MBC nicht aufgegeben. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Dampf gemacht, wollten vorne unbedingt scoren und das war schon sehr, sehr hart. Aber das, was uns schon die ganze Saison ausgezeichnet hat, ist, dass wir die meiste Zeit dann doch am Ende das Ding nach Hause schaukeln konnten. Nach Hause schaukeln bedeutet allerdings nochmal ein ganz hartes Stück Arbeit, denn zunächst hakt es ein bisschen. Die Dreier fallen auf den Ring, der Rebound geht an den MBC. Larry Gordon erlöst die Fans und läutet den Schlussspurt ein. Darauf haben auch Marc und Dino Lust. Alley-oop für den Playoff-Platz. In der NRW Arena steigt die Spannung. Immer mehr Augen gehen jetzt immer öfter auf die Smartphones und auf die Ergebnisse der anderen Spiele. Aber es sieht gut aus. Statt einer Hängepartie kontrollieren Devin White, Larry Gordon und die anderen das Spiel. Der MBC versucht, Phoenix durch schnelle Fouls an die Freiwurflinie zu schicken, um nochmal ranzukommen. Die Strategie hat aber keinen Erfolg. Jetzt wird nur noch gefeiert. Bamberg hat gewonnen und sich somit die Feuervögel eingebrockt. Phoenix Haken ist in den Playoffs unter den besten 8 Teams der BBL. Da dürfen natürlich die Korken knallen. Das hat sich die ganze Phoenix-Familie mehr als verdient. Jetzt geht's nach Bamberg, weil Bonn dann am Ende doch noch knapp gegen Bayern München gewonnen hat in der Verlängerung. Das ist die härteste Herausforderung, die es geben kann, oder? Ich glaube, für uns ist der Gegner, gegen den wir am liebsten spielen wollen. Gegen Bamberg haben wir jetzt hier zu Hause gewonnen. Die sind im Moment nicht mehr so stark, wie sie in den letzten Jahren waren. Und ich denke mal, wir haben gute Chancen, da auch mal vielleicht ein Spiel zu klauen und wenigstens hier zu Hause auch zu gewinnen. Wir sind alle heiß auf Bamberg, auf jeden Fall. This is the first time the playoffs in the history of Phoenix Haken, and you are a very important part of this. How do you feel? I feel good. I mean, coming to this season, this was our goal as a team, and it just feels good to accomplish our goal. And to, you know, it's unfortunate it had to happen this way, but it still felt good. It felt good. How are your chances for the playoffs? Our chances are good. I mean, anything's possible now. I mean, we played Bamberg twice. You know, we beat them here. And we have a good feeling. We're confident. I mean, we're going to prepare like we're not the eighth place team, like we're a playoff team. Bamberg hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren, die Liga dominiert. Und die ganze Liga ist ein bisschen besser geworden, ja? auf allen Ebenen. Und die Spiele, die Mannschaften sind an Bamberg rangerückt. Wir, aber auch die dahinter sind. Und deswegen war das jetzt nicht so eine einfache Saison für Bamberg, aber sie sind ja immer noch Erster geworden. Und wir sind Achter geworden, das heißt, unser Gegner ist Bamberg und wir konzentrieren uns da drauf und geben natürlich auch alles. Felix kann es immer noch nicht fassen, aber es stimmt, Phoenix macht im Mai keinen Urlaub, sondern misst sich mit dem Meister in den Playoffs. Und dabei gilt, anything's possible. Alles ist möglich.